Bayonetta. Hey ho und willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar Let's Play Bayonetta. Allerdings in einer Auflösung von 5K, so wie ich das hier gerade beweise. Und natürlich passend zu meinem Kanal in 21:9. Kurzer Vorwort zum allem. Wenn ihr euch wundert, warum ihr bei YouTube nur 4K einstellen kann, ja, das liegt einfach daran, dass der Nvidia Encoder hardwaretechnisch nur auf 4096x4096 begrenzt ist. Und deswegen kann ich dann auch nur auf 4096x1728 oder so das Video hochladen. Im Übrigen, Cutscenes sind meistens in 30 FPS, während das Game in 60 FPS läuft. Und Cutscenes sind pre-rendered, also werden die auch keine hohe Auflösung haben und verpixelt dargestellt. Für alle, die Probleme mit Motion Blur haben, es könnte sowas öfters auftreten. Nur der kleine Hinweis halt. Und ansonsten, habt Spaß. イニシエより続く戒律を破り、光と契りを結んだ横島なる者に裁きを下す。一族の掟に従い、汝を無限の禁獄に封印する。九条の子は我ら魔道の道から永遠に排斥されよ。 Fängt ja richtig nice an. Und er braucht schon Gravitation. アルテナルイニシエの彼方、ヨーロッパの辺境に時の権力者に仕え、悠久の歴史を見守る二つの部族がいた。闇に生きる一族アンブラの魔女と、光を主とする一族ルーメンの賢者である。 彼らは互いに敬意を払い、不可侵の掟を守って人類の歴史を影ひなたから支えていたが、その調和はある日もろくも崩れ去る。世界の観測者とまで謳われた 光と闇の領域族が互いに憎悪の炎を燃やし、突如として激しく争い始めたのだ。戦火の炎は瞬く間に広がり、ヨーロッパ全土をいつ果てるともしれぬ混沌の嵐へと陥れた。拷問、暗殺、惨殺、かつてない卑劣な構想だった。しかし拮抗する業者の勢力にも次第に変化が現れ始める。 絶対なる神の力を振るうルーメンの賢者たちだったが、隠密を旨とする魔女の攻勢に押され、開戦から数年後賢者一族は滅び去り、アンブラの魔女の勝利でようやく争いは幕を閉じた。 Sich auf den Bauch. その暗息もつかの間、今度は闇の力を恐れた人々による魔女たちへの執拗な迫害が始まった。
ただ一人を残す。Ich frage mich, wie lange wir noch runterfallen eigentlich. Und somit haben wir das Prolog jetzt hinter uns gebracht. Bisschen kurz, aber es war ja viel storytechnisch. Falls ihr mehr über DSR wissen wollt, und DSR ist das Feature, um Spiele in einer höheren Auflösung zu starten und dann auf dem Monitor Auflösung runter zu rendern, oben rechts bei YouTube müsst ihr jetzt ein Informationsding aufploppen, könnt ihr draufklicken, dann erkläre ich euch die Vorteile an DSR. Humpty Dumpty, Hakanunakaka. Koashia Eggma, mo saigo wa akkine mon datta ze, na? Sonna koto yori, nande ore ga konna yatsu no tame ni wazawaza sanretsu shinakya naranai tten da? Hotoki o oroshitara ore wa oyaku gomen daro? Na, kyou ga nan no hi ka shitten no ga? Konna yatsu ni seisho nanka yonda tte muda da ze. Ore tachi no gomi dame no naka demo fuda tsuki no kuzu datta nda. ほれ、この通り。こんな葬式に来る物好きだってただの一人もいやしねえ。とはいえ、仏の世話も俺たちの務めだがな、奴の組織のご機嫌を損ねたら首が体から離れちまう。うまいことやらなきゃ命がいくつあっても足りやしねえ。まあ、ここはそういう町だ。こういうクズどもには俺たちみたいに面倒見のいい奴が手を貸してやって持ちつ持たれつってわけさ。もらうもんはもらうがな。おい、いつまでそんなくだらねえことやってんだ。俺だったらこいつが地獄でバーベキューになるよう祈るぜ。いや、せいぜい目玉焼きか。そしたらめでたく天に登れるだろうぜ。ただし腹を空かせた神様の朝飯としてだがな。さてと俺らも帰るぜ。今夜は家でチビたちが俺の誕生日のお祝いにケーキを作って待ってるんだ。可愛い奴らだろ。それじゃあばよ。
まさか、お迎えが嘘だろう。あんな地図にも。ああ、この腐った人光め、今いましたらね。はっきりと、暖かき祝福の光に包まれて天より降臨召された神の御使い。来やがった。光の主よ、苦しみ迷える我らが家族の御霊、永遠の安息に導きたま。 Bam. Beste. Okay. Anta tachi mo nenne no jikan yo. その辺の人間と一緒にしたら痛い目に遭って、どいてなしたっぽ。どいてー。ロータ。よう、エンツじゃねえか。隠れてたまりに溜まった店のツケを払ってもらう前に死なれちゃ困るから。 Bisschen Fanservice? Fragezeichen. ひどい安物ね。こんなのすぐ壊れちゃうわ。遠慮はいらねえ。たっぷり持ってきたぜ。Alter, ist das abgedreht. Alter.
nicht, dass ein Auto da. それで銃は終わりだ。そろそろフィナーレにしな。まだ早いわ。 曲もダンスもこれからよ。 Oh Gott. Also die Kamera. Okay. Ah, okay. Im Übrigen, falls ihr das Lied erkannt habt und ihr gesagt habt, das Lied ist von Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, dann liegt ihr falsch. Das ist auch ein Cover gewesen. Dieses Lied hört man, also natürlich die ganzen Coverversionen übrigens auch in Neon Genesis Evangelion unter anderem. Ich werde unten in der Beschreibung den Original, das Original Musikstück mal posten. What the hell, ey. Schon mal gedreht, das Game. Also ich hab's jetzt gerade. Neon Epsilon. Cool, das ist so angezeigt. Okay, von Video immer steht. Das kann man noch machen. Weichangriff voraus, indem du rechte Taste, rechter Trigger. Ja, habe ich schon gedrückt. Okay. Was noch? Weiche im letzten Moment aus, um die Hexenzeit zu aktivieren. Ah. Ah, Zeitlupe. Das ist nice. Jetzt. So was machen. Ein sehr seltenes spirituelles Metall, das die Essenz der Lebenskraft eines Engels enthält, kommt bei Geschäften in Inferno zum Einsatz. Achso, das sind die Sachen, die verdienen. Boah. Ich sollte vielleicht aber einsammeln. Na, krieg ich den auch. Strafe. Okay. Ach, ja. Tritt sich fest. Ups. Nicht ganz ausgewischen. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, wie die halt aussehen, die attackieren. Das ist wie bei Nier Automata. Ah. Oh. Ich will nicht versagen auf jeden Fall. Ja. Den kriegen wir auch noch. What the hell? So kann es auch machen. Oh, der Bär. Achso, das ist dieser Attack. Okay, Arm oder Bein? Das ist absurder. Schieß um dich, indem du den linken Stick drehst. Ja. Okay. Achso, dann ist es... Achso, ist das gemeint. Okay. Erst bewegen und dann... Das
Reichweite. Na gut, wenn ich den treffe. Ich kann aber auch nicht ein... wie sie sehen. Ja. Moment mal. Vielleicht sollten die auch mal runterkommen. So. Nein. Springen kann ich nicht. Klar, sie fliegen. Zielen kann ich auch. Das habe ich gerade wie eine Tasse gedrückt. Alter. Egal. Ah, ich habe zu langsam gedreht. Ist dies aktiviert, Feuer frei. Schnellangriff. Ah, okay. Ich muss den Joystick schneller drehen. Ich muss sowas machen. Und dann... Okay. Weiter im Text. Versuchen wir es nochmal. Dieses Posieren einfach. Komm, schieß ihn, erschieß ihn. Okay. What the? Passt aber ziemlich gut gerade irgendwie. Ja, das war ziemlich ausgewischt. Ah, muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen. Schon mal ewig schon, kein Kontrolle lang. Bam! Die Ausweichung ist auch gut. Ah, es war zu spät. Oh ne, ist das das, was ich denke, wie das aussieht? Alter, Kamera. Ja, sie tritt den wirklich einen Schritt. Typisch Japaner. Echt deine einzige Sorge. Okay. Wenn sie nichts zu tun hat. Bisschen Map erkunden. Okay, da ist nichts. Also hier war ich ja noch gar nicht so weit vorgelaufen. Ja. Halt A gedrückt, um die Dauer deines Sprungs zu verlängern. Drücke A für Doppelsprünge. Achso, Auto. Wakatta desho? Watashi ni wa chi mo namida mo nai no yo. Ah, leider verpasst. Zack. Panfikas.
Hab ich. Also, naja, ich dachte, ich mach da noch was. Okay, schießen und aushalten ist ein bisschen schwierig, aber das ist auch nicht. Ja, der ist da. Ah, Zeitlupe und Dings geht gar nicht. Hey, irgendwie geschafft. こんなおもちゃ使わせて今夜はロダンのおごりね。 俺の車がめちゃくちゃだ。なんでいつもこんなクソみたいな目に遭うんだよ。ラッキー、エンジンは調子いいわよ。それよりせかすようで悪いんだけど、あんたが掴んだっていう例の情報を早速聞かせてくれないかしら。それどころじゃねえ。こいつを見てみろ。 宙吊りにされるわ、車も謝りされるわ、人を散々ひでめに合わせておいて、はい、情報よこせた。お前何考えてやがるんだ。ご機嫌斜めだな、エンツ。そんなに騒いでいたらエッグマンが目を覚まして、這い出してきちまうぜ。なんだと。レオナッタ、俺は先に帰るぜ。さっさと例の物を仕上げねえと、お前さんが困ることになりそうだからな。待てよ、ロダン。 エクマはどこへやったんだ。あの穴の下で寝てるわよ。でもあの世でも嫌われ者になって、死神に蹴り出されてこっちに帰ってくるかもね。あんたのことが随分お気に入りだったみたいだし。花でも添えて埋めてきたらどうだ。ほれ。早くしてくれるかしら。待ってあげてもいいけど5分経ったら歩いて帰ることになるのよ。<笑> ま、待てよ。俺を置いてくんじゃねえぞ。